Gute Neuigkeiten. Wir können 2050 die Minen schließen, weil wir dann einfach kein neues Lithium, Nickel oder Kobalt mehr brauchen werden. Für immer. Das sagt zumindest diese neue Analyse vom angesehenen Rocky Mountain Institute. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich frage mich, wie soll das gehen? Und damit willkommen zurück zu deinem Gegengift gegen Panik und lähmende Schlagzeilen. Hier kommt dein Happen Hoffnung in deutlich unter 2 Minuten. Das Ziel ist, jetzt einmal so viele Ressourcen aus den Minen zu holen, um damit alle Akkus zu bauen, die wir jemals für die Energiewende brauchen werden. Und ab da haben wir dann genug, um uns für immer mit erneuerbaren Energien zu versorgen und die nötigen Materialien dafür einfach immer wieder im Kreislauf zu recyceln. Ziemlich cool. Diese 6 Lösungen sollen das ermöglichen. Weiterentwicklung der Zellchemie, Erhöhung der Energiedichte, Recycling, logischerweise, längere Lebzeiten, effizientere Autos und effizientere Mobilitätsformen. Das Coole ist, 3 dieser 6 Lösungen haben jetzt schon dafür gesorgt, dass deutlich weniger Batteriemetalle gebraucht werden. Wenn wir nämlich Batterien heute noch so bauen würden wie 2015, bräuchten wir mehr als doppelt so viel Kobalt und Nickel und auch deutlich mehr Lithium. Aber dank verbesserter Zellchemie, höherer Energiedichte und tatsächlich auch dank Recycling brauchen wir heute für die gleiche Batteriekapazität einfach deutlich, deutlich weniger Batteriemetalle als noch vor 10 Jahren. Wenn man diese Trends jetzt weiterdenkt und mit einbezieht, dass Autos effizienter werden, wir bessere Second-Use-Wege für alte E-Auto-Batterien schaffen werden und vielleicht auch einfach tatsächlich neben dem Auto auch die Infrastruktur für ÖPNV oder Zweiräder ausbauen, kommt die Analyse zu dem Ergebnis, dass der Bedarf für Batteriemetalle Mitte der 30er Jahre seinen Höhepunkt erreicht und ab 2050 quasi keine neuen Rohstoffe mehr gebraucht werden würden. Dann nämlich hätten wir einfach genug gefördert und die Rohstoffe könnten dann immer wieder neu genutzt werden. Aber ist das alles einfach Traumschlösser bauen? Was sagt denn die Industrie dazu? Der Gründer des größten Batterieherstellers der Welt, CATL, Robin Zeng, hoffe ich, spricht man es aus, sagt, dass China ab 2042 keine neuen Batteriemetalle mehr fördern müsste, weil sie bis dahin einen ausgereiften Recyclingmarkt haben werden. Zum Recycling gleich übrigens noch mehr, dazu kursieren ja auch abenteuerliche Infos. Aber wie viele Ressourcen braucht es denn, um praktisch für alle Zeiten unsere Batteriebedarfe zu decken? Und ist es überhaupt realistisch, in 25 Jahren so viel Material zu fördern? In dem Papier steht, dass wir für dieses Ziel ca. 5 Millionen Tonnen Lithium, 11 Millionen Tonnen Nickel und 700.000 Tonnen Kobalt bräuchten. Wenn man dann noch die anderen Metalle wie Aluminium, Kupfer, Eisen oder Graphit dazu zählt, kommt die Analyse auf insgesamt 125 Millionen Tonnen Rohstoffe. 125 Millionen Tonnen an Rohstoffen bräuchte es also, um alle Verbrennerfahrzeuge von der Straße zu bekommen und zu ersetzen. Diese Zahl alleine hilft natürlich noch nicht besonders viel ohne irgendwie eine Vergleichsgröße. Diese Verbrennerfahrzeuge, die wir dann nicht mehr bräuchten, brauchen momentan das 17-fache dieser Rohstoffmenge in Öl. Jedes einzelne Jahr aufs Neue. Und das recyceln wir offensichtlich nicht, ne? Sondern es ist ein One-Way-Ticket aus dem Boden in die Luft, die wir alle atmen. Aber haben wir überhaupt so viel Material? Die aktuell bekannten Rohstoffvorkommen für Batteriemetalle sind ungefähr doppelt so groß wie das, was wir brauchen werden. Und auch die jetzt schon geplanten Bergbauprojekte, um das ganze Zeug rauszubringen, reichen aus, um fast alle der benötigten Batteriemetalle zu gewinnen. Aber wie sieht es denn aus mit der aktuellen Recyclingquote? Ich habe erst letzte Woche am Spielplatz von einem anderen Papa gehört, dass Autobatterien ja nicht recycelt werden würden. Ist das also nur was für kleine Nischenfirmen oder braucht es dafür irgendwie dann Startups, die dann vielleicht irgendwie doch pleite gehen? Mercedes? VW, BMW oder BASF sind nur ein paar der bekannteren Namen, die jetzt schon Recyclingfabriken aufgebaut haben, mit einer Recyclingquote um die 90% und mehr. Ich finde, es braucht schon wenig Zutrauen in unsere IngenieurInnen, um anzunehmen, dass sich niemand Gedanken gemacht hat, was mit dem Zeug am Ende der Lebenszeit passiert. Wir haben es ja nicht mit der Kernkraft zu tun. Also natürlich kann man Akkus recyceln. Es passiert nur momentan noch nicht so viel, weil die Batterien tatsächlich in der Praxis länger halten, als man vorher durch die Laborversuche erahnt hatte. Das ist aber nochmal eine ganz eigene Geschichte, die Tom Bötticher vor kurzem schön aufbereitet hat. Wenn euch das interessiert, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ein Problem gibt es aber noch. Und das sagen die Leute vom Rocky Mountain Institute auch selbst. Sie schreiben nämlich, je größer die Autos werden, desto größer die Batterien und desto mehr Material brauchen die dann logischerweise auch. Und die Trends zeigen leider gerade, dass die Autos immer größer werden, und zwar weltweit. Was ich mich dann noch dazu frage, werden wir Menschen überhaupt irgendwann genügsam genug werden, um den Wohlstand, den wir uns so erarbeitet haben, geschaffen haben, einfach mal nur zu halten und zu genießen? Oder schaffen wir uns einfach immer wieder neue Bedarfe, neue Ideen, was wir noch alles brauchen würden, obwohl sich dann eigentlich unser Glück und unser Wohlbefinden gar nicht mehr weiter steigern lässt? Da bin ich mir nicht so sicher.
Aber trotzdem, stell dir mal vor, wenn du dieses Jahr noch ein Kind bekommen würdest, dann ist das gerade mal 25 Jahre alt, wenn unsere Generation es dann geschafft hat, die Minen ein für alle Mal dicht zu machen. Das wäre doch total abgefahren, oder? Was war mit dem Timer? Den habe ich total vergessen. Sind wir noch drin? Wahrscheinlich nicht, ne? Haben wir nicht geschafft in den 2 Minuten. Hoffnung braucht seine Zeit. Ihr werdet es mir nachsehen, oder? Tschüssi!